Aber warum willst du mir nicht sagen, wo er jetzt ist, dein Moses? Er ist weit, Papa. Sehr weit. In Sibirien. In Sibirien. Und er mutet dir zu, Vater und Mutter zu verlassen. Ihm in diese Eiswüste zu folgen und ihn dort zu heiraten. Nein, Papa. Ich will zu ihm. Ich lasse ihn nicht allein. Er steht vor einer großen und schweren Aufgabe. Und dabei will ich ihm helfen. Aber Hodl, mein Kind, versteh! Papa, versuch doch bitte zu verstehen, dass ich tu, was ich tu. Ich will zu ihm und deshalb muss ich gehen, fort aus dem Elternhaus. Hier war des Lebens allerschönste Zeit, immer Freud, niemals Leid. Alles um mich war voller Fröhlichkeit in meinem Elternhaus. Doch wie schnell diese Zeit verrann, dann gab ich mein Herz einem Mann, das Geschenk. Abschied nehmen noch so schwer. Ich will gehen, ich muss gehen. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen, bleib doch mein Herz zu Haus. Nun grüß ihm herzlich deine Moses. Ich habe immer gewusst, dass er ein guter Junge ist. Sag ihm, ich verlasse mich darauf, dass er gut zu meiner Tochter sein wird. Sag ihm das! Papa, Gott allein weiß, wann wir uns wiedersehen. Also legen wir unser Schicksal in seine Hände. Gott, bitte beschütze sie und sorge dafür, dass sie immer schön warm angezogen ist.